Problem? Es ist sehr schwer. Wir haben wirklich Angst, dass wir Kontakt mit unseren Eltern und Verwandten verlieren. Und wo nehmen sie Kraft? Keine Ahnung, also irgendwie. Wir schlafen schon mehrere Nächte nicht und vorbereiten irgendwie unsere Eltern mit, weiß nicht, Wasser, alles, was man so von Ferne irgendwie kaufen, vorbereiten kann. Wir müssen diese Kraft haben, egal. Also das wird so sein und wir werden kämpfen, auch hier und wenn nötig ist, auch in die Ukraine, werden wir in die Ukraine fahren und dort kämpfen. Also das ist egal. Also das ist so und wird auch so sein. Was soll ich sagen? Danke. Ukraine war nie ein aggressives Land. Ja? Wir haben keinen Krieg begonnen im Vergleich zum Russland. Ja? Und wir sind auf unser Land und wir müssen gewonnen. Ja? Sonst. Entschuldigung. Das sind zu viele Emotionen, ja? Ich habe Angst für meine Familie, für meine Bekannte, für meine Freunde. Und sie sind ruhiger jetzt in der Ukraine als ich. Ich bin da, weil ich kann nichts machen, nur beten und das ist alles. Und ich und meine Freundin, eine Bekannte in Wien, sie hat auch. Wir haben alle Angst, das ist alles, was kann ich sagen. Es hatte sich ja angekündigt, aber wir waren einfach überrascht, dass es dann tatsächlich dazu gekommen ist. Und wir hätten nicht damit gerechnet. Wir haben immer versucht, es von uns fernzuhalten. Und jetzt sind wir einfach nur sprachlos und wissen nicht, wie wir damit umzugehen haben. Und sind natürlich auch für die Familien und Freunde in der Ukraine besorgt. Ja, also ich bin enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe dasselbe erlebt, also in Belgrad, und also es ist wirklich schlimm. Ich hoffe, das endet bald. Ich werde mich jetzt wirklich, ich werde gar nichts mehr lesen, weil das ist für mich wirklich, irgendwie muss ich dann wieder alles nochmal erleben, was damals war, und das ist für mich schlimm. Also ich werde mich jetzt wirklich komplett zurückhalten und einfach nichts mehr lesen, weil das ist schlimm. Naja, mir, weil ich aus einem Land, das auch nicht mehr existiert, stamme, geht es nicht gut damit, weil manches wiederholt wird. Und sobald man zulässt, solche Politik, wo man zulässt auch und unterstützt, dass sich ein Teil eines Landes abspaltet, ist Signal auch für die anderen. Die Lehre hat man nicht gezogen daraus, was da wird dann, wenn jeder meint, das hat mir gehört und das hole ich mir zurück.